Servus, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin auch dabei, denn wenn ich nicht dabei sein würde, gäbe es ja kein Video. Ganz klar, wenn ich nicht dabei wäre, würde diese Kamera nur diese Tür filmen und das wäre langweilig. Vielleicht kurzer Test, damit ihr sehen könnt, wie das ist. Ich bin jetzt kurz weg. So, ich bin wieder hier. Und wie war es ohne mich? Langweilig. Das waren jetzt nur einige Sekunden. Stellt euch vor, diese Türe wäre 20 Minuten zu sehen, es wäre ein Jammer. Auf jeden Fall, im heutigen Video geht es um Regale. Also das Regal habe ich schon montiert in der Garage draußen vor ein paar Wochen oder vielleicht war das Video letzte Woche. Das weiß ich ja alles nicht, wie die Videos geschnitten werden. Das macht ja die Nadja und die Nadja macht das voll auf Chaos und ich kenne mich nicht aus. Jetzt nehme ich den Laser, damit ich meine Stangen, wie wir das Haus hier gekauft haben, vorne, das Haus war ja bestehend, ich habe das nur hergerichtet alles, waren diese Stangen an der Wand montiert und die habe ich abmontiert. Das war das einzige Sinnvolle, was man aus diesem Haus eigentlich benutzen hat können. Und jetzt ist es Zeit. Das werde ich hier anschrauben, aber ihr seid jetzt der Grund, dass der Laser relativ unflexibel steht. Normal würde der Laser auf dem Gestell stehen, wo die Kamera jetzt steht. Auf jeden Fall werden wir das jetzt hier anschrauben und dann habe ich hier Regale und kann hier etwas von diesem ganzen Chaos beseitigen. Vielleicht erwischen wir auch eine Stromleitung, ich weiß nicht mehr genau, wie ich das gelegt habe. Falls ich eine erwische, dann werdet ihr das Video sowieso nicht sehen. Diese Schienen, 4x50er Schrauben, okay, brauche ich einen kleineren Bit. Die Höhe ist jetzt interessant, eher weiter hinauf, ganz unten kommt sowieso kein Regal hin. Okay, dann gehe ich so, dass diese Schraube hier bei der Dachlatte ist. So, und jetzt brauche ich nur nach diesem aufrechten Laser ausrichten und ich kann schon schrauben. Hier oben ist der nächste, wo ich die Dachlatten erwische. Dort, wo ich die Dachlatten nicht erwische, nehme ich kürzere Schrauben, nicht, dass ich das Kabel erwische. Weil ich nehme an, dass der Schlauch ganz dicht an der Wand anliegt und mit kürzeren Schrauben kann da nichts passieren. So, also dieser Laser ist schon ein Traum. So. 20 bin ich hier und jetzt schaue ich mit dem Laser, dass dieser Punkt hier herüben gleich ist, dann passt das natürlich 100%ig genau in der Waage. Also, dass die Fächer dann später nicht schief liegen, die sollen ja gerade liegen. So, hier meinen Strich mit den 20 cm und hier brauche ich nur schauen, so ist es richtig. So, passt ganz genau, kann vielleicht um ein Tausendstel um sein und jetzt nehme ich mir den Laser, stelle ihn so her, dass ich so eine Gerade habe. Jetzt nehme ich kürzere Schrauben, hänge das hier einmal an. So, das sollte mehr wie genau sein. Man muss genau mittig, wo diese Bohrung ist, den Schrauben ansetzen, sonst würde man diese Stange hin und her verziehen. Also ist zwar minimal, aber trotzdem, wenn man schön genau arbeitet, ist es um einiges leichter. Schön mittig und dann verzieht man die Stange nicht. Schön mittig ansetzen. So, hier habe ich jetzt einen Kübel voller Schienen. Die gibt es in verschiedenen Längen. Hier steht sogar das Gewicht drauf. Nein, da nicht. Aber normal habe ich sowas schon montiert. Da konnte man nachlesen, was die Tragkraft ist. Natürlich ist das immer auch wichtig, wo das montiert ist. Wenn man das an eine Steinwand, also an eine Ziegelwand, anbohrt und kein Schraube hält, dann hält das natürlich nicht viel aus. Aber hier im Holz, hier hält das natürlich perfekt und Betonwand natürlich auch perfekt. Aber wenn man was Schweres reingeben will und man hat Ziegelwand, ist es wirklich sinnvoll, wenn man zumindest drei Schrauben auf so einer 2 Meter langen Stange mit einem Kleber hineinklebt, also mit einem Spezialkleber, so Hilti-Hit oder ähnliches, damit drei Schrauben wenigstens ordentlich halten, dann kann man das schwer beladen. Diese Schienen hängt man einfach so ein. Ich gehe hier, zack, und drücke es hier nach unten.
auch hier. Wichtig ist, Vierer Schrauben nehmen. Außer man hat größere Schienen, wo man auch Fünfer oder Sechser nehmen kann. Wenn ich hier jetzt einen Fünfer Schrauben oder einen Sechser genommen hätte, würde der so weit nach vorschauen, dass ich über den Schrauben nichts einhängen kann, weil der Schraube herausschauen würde. Jetzt kann ich hier was her. Jetzt stelle ich aber die Leiter her, denn die wird hier in Zukunft auch hier stehen, damit die Fächer nicht im Weg sind. Ah, geht sich locker aus. Ernst wird es erst da oben. Das sind ganz lange eigentlich. Ah, hier könnte ich ein langes geben. Und da oben dann kürzere. Das sind die kürzesten. Ja, genau. So, jetzt schaue ich, wo ich den letzten hingeben kann. Also hier kann ich den letzten geben. Zwei unter der Schraube. So. Und da oben, wenn ich mal schmälere Schienen bekommen sollte, also Schienen, die nicht so eine Tiefe haben, kann ich die da oben auch noch hingeben. Aber die Schiene ist schnell abgeschnitten und wenn ich sie länger will, habe ich ein Problem. Daher habe ich sie so lang gelassen. Ist das der letzte, der geht mit der Leiter? Dann habe ich hier noch einen. Das kann ich so lassen. Dadurch, dass ich hier so eine hohe Spannweite habe, würde sich eine normale Spannplatte durchhängen. Daher ist Massivholz die einzige Lösung, die hier geht. Nein, geht sich aus. So sieht das dann aus, wenn ein Brett drinnen liegt. Auf jeden Fall habe ich festgestellt, dass ich noch einige Fußbodendielen übrig habe. Also von diesem Boden hier. Als ich diesen Boden gemacht habe, habe ich natürlich einige Bretter mehr gemacht. Und hier sieht man so Reste. Und wenn ich diese Reste verleime, habe ich solche Platten und habe damit Fächer. Denn was hätte ich damit sonst machen sollen? Ich habe es jetzt schon x-mal von A nach B gestellt und wieder von B nach C. Und weil ich Platzmangel habe und weil ich nicht weiß, was ich damit machen soll. Ich kann damit nicht richtig was bauen. Hinten habe ich einen Nut, somit ist nur eine Seite halbwegs schön. Der Kern ist auch großteils drinnen. Also jetzt ist natürlich das Beste, zusammenleimen und ein Fach daraus machen. Jetzt werden wir das zuschneiden. 40 cm Tiefe und die Länge 1,10 m. Das ist recycelt. Ja, ich hätte es auch verbrennen können, aber ein Fach ist mir lieber. Wie immer bin ich wahnsinnig schnell, die Kreissäge läuft noch aus und ich hoble hier schon. Also an der Feder und an der Nut hinten werde ich die Kanten kurz anfassen, damit das leichter zusammenbauen geht. Der Kompressor läuft auch, das hört man glaube ich im Hintergrund. Wenn jetzt alle Teile gefasst sind, kann ich das hier kurz reinigen und dann mache ich einen Trockenzusammenbau. Also ich schaue, ob das zusammengeht. Denn wenn ich dann Leim oben habe, will ich nicht anfangen zu kämpfen. Ja, verkehrt. So. Perfekt. Geht zusammen. Jetzt kann ich leimen. Diese Seite werde ich leimen. Und hier diese. Vorher werde ich mir noch Zwingen richten. So, und jetzt wird der Leim aufgetragen. Die Zwingen habe ich schon gerichtet. Hier ist noch zu sehen, der untere Falz ist tiefer gefräst als der obere. Das ist beim Fußbodenlegen sinnvoll, wenn unten Dreck oder so wäre. Unten ein wenig Luft und die Bretter gehen oben trotzdem ganz zusammen. Das heißt, das wäre jetzt die Seite unten und hier rauf würde man gehen. Und hier ist ein wenig Luft, falls ein bisschen Dreck unten liegt auf der Unterkonstruktion, würde der hier herinnen verschwinden und vorne wäre es trotzdem dicht. Daher kann ich natürlich nur auf der Seite leimen, die vorschaut, denn die andere würde nichts bringen, denn hier hat der Leim keinen Kontakt zum anderen Brett. So, jetzt kommt das hier rauf. So.
kommt hier rein. Die Feder wird hier hinten dann später sowieso weggeschnitten. Aber so. Jetzt ist es zusammen. Jetzt schlage ich es so noch bündig, dass es oben eine gerade Fläche hat. Die Länge will ich nicht mehr nachschneiden. So. Wenn ich jetzt nur so Druck geben würde, würde sich das Brett rund drehen. Daher hier was und hier unten zwingen. Hier unten eines da quer. Jetzt ist das so gerade gepresst, dass es nicht raus kann. Andere Seite dasselbe. So. Hinten nur so Reste, damit ich das nicht beschädige. Die Federseite ist mir egal, die schneide ich dann weg. Und hier kann ich eigentlich gar keine Zwinge jetzt ansetzen. Ja, das war nicht sehr optimal von mir, die Feder zu lassen. Jetzt drehe ich das um. Da ist schon zusammen. Der runde Kopf wäre mir bei der Feder immer weggesprungen. So, mit diesem Teil her geht das ohne Problem. Jetzt kann man sehen, wie das zusammengeht. Hoffentlich. So. Perfekt, den Leim wische ich grob weg. Das sind nur Fächer. So, da stelle ich das runter. Oh, für mich war das jetzt natürlich Warterei. In der Zwischenzeit musste ich einen Kaffee trinken, einen Kuchen essen und eine Semmel verspeisen. Und der Leim ist jetzt getrocknet. Jetzt kann ich das aufspannen. Also ausspannen, nicht aufspannen. Ich habe es mit der Sprache sehr stark. So, und jetzt kann ich das hineinlegen. Das erste Fach liegt schon drinnen. Jetzt das zweite. Jetzt teile ich mir das auf, 4 cm. Schaut es von der Schiene nach außen. Dann schaut es drüben auch automatisch 4 cm. So. Und jetzt kann ich diese ganzen Sachen hier oben verstauen. Das geht sich nicht aus. Jetzt könnte ich bei der Dose den Kopf wegschneiden oder ich gehe mit den Fächern weiter auseinander. Was ich genau tun werde, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, das Einräumen ist ein anderes Kapitel. Das dauert bei mir extrem lange, ich bin immer so zögerlich. Ich will das nicht hinein und das will ich dort haben und das da. Also nicht gerade einfach mit mir. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch dieses Projekt irgendwie gefallen hat und irgendwie geholfen hat. Wir machen kurz einen Standardwechsel. Hier ist das irgendwie so dunkel und düster. Ich mache es wie die bezaubernde Genie. So, und jetzt bin ich hier. Wie die Genie. Ich war früher als Kind ein Fan, glaube ich, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall, das Regal ist fertig. Wir haben diese Fußbodendielen retten können, haben schöne Fächer daraus gemacht. Was gibt es Besseres? Irgendwie so geht das Sprichwort. Auf jeden Fall sage ich danke. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Wir sehen uns wieder nächsten Donnerstag. Das war ein kurzes Projekt, aber ich kann nicht immer so lange Projekte machen. Erstens, die Zeit läuft so schnell. Ich muss zwischendurch auch Pausen machen, spazieren gehen, trinken, duschen muss ich auch regelmäßig gehen. Also wir sehen uns nächste Woche. Brav bleiben, gesund bleiben, tschüss Baba, abonnieren nicht vergessen, Daumen rauf, gefällt mir drücken, die Glocke, glaube ich, kann man drücken, weiterempfehlen, Freunden sagen, dass man aus Dielen was machen kann. Ah, tschüss.